wie du einfach dasselbe, fast denselben Namen annimmst. Das war jetzt wirklich nur Zufall. Ja, gut. Ich wollte mit dem Anea weitermachen und weil es ein Goblin ist, habe ich einfach Ganea genommen. Super. Finde ich echt lustig, dass wir aus Versehen fast die ähnlichen Namen genommen haben. So, wir haben so viele Probleme unter den Kajamine, dass Vorarbeiter Feuchtlunte bald schon Purzelbäume schlägt, so verzweifelt wie er nach euch sucht. Er murmelt etwas von widerspenstigen Trollen. Dass Kaya mit, dass unser Trollenabbau und sein Wesen hier beschattet unsere Kaya-Cola. Dieses blubrige Zeug bringt uns ein Vermögen, euch sichert die Beförderung zum Handelsprinzen ein. Aber zwingend muss eine Produktion wieder ins Rollen kommen. Ihr findet den Verarbeiter im Osten. Hier gibt ihm das als Motivation, damit er sich wieder zusammenreißt. Was auch immer ihr braucht, ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. Gut. Sehr schön. Ja, es ist schon extrem flüssig. Okay. Hör auf zusammen, reiß dich zusammen und los geht's. Okay. Wer ist sie? Und was hab ich da für einen Buff gekriegt? Was? Ausdauer um 6 erhöht. Okay, cool. So, ein Geschenk von Cersei. Ich hoffe, es ist ein Bonus. So. Oh. Es ist eine Bombe. So, wir haben schon wieder Ärger in der Kaya-Mini-Boss. Die Tunnelwürmer sind zurück und fressen wortwörtlich den gesamten Profit der Handelsgesellschaft von Kaya auf. Wir können kein Kaya mit abbauen, was die Produktion von Kaya-Kohle schwer beeinträchtigt. Bist du müde? Ja. Okay, ich dachte, ich nerv dich. Nein. Okay. Ich habe schon versucht, den Kammerjäger zu rufen, aber er hat sich mit unserer letzten Zahlung aus dem Shop gemacht. Meint ihr, ihr könnt selbst die drei Minen gehen und euch darum kümmern? Ich werde euch helfen, aber ich habe noch nicht am vom Kartell vorgeschriebenen Nahkampftraining teilgenommen. So. Vom Kartell? Ja, alle Goblins sind Mafiosi. Ich habe versagt, ich habe alles versucht und uns Kaya-Cola soll zu erreichen, aber ihr wisst schon, wie das mit den Trollsklaven heutzutage ist. Gutes Personal ist schwer zu finden. Ich glaube, ihr müsst hier selber Hand anlegen, ein kleines Stromstock mit der Batterie eures Goblinschen, alles in einen Zigarettengürtel, sollte Wunder wirken. Wenn die Arbeitsmoral von ein paar Trollen da unten anpasst, ziehen die anderen sicher schnell nach. Die Kaya-Cola-Produktion muss weitergehen, sonst macht uns der Handelsprinz einen Kopf kürzer. So, ja. Boah. Bild. Dann mal los. Wasserkartell. Okay. Tada! Tada! Erstmal finsterer Stoß habe ich hier unten. Raketensprung. Okay. Und Raketenbeschuss. So, entschuldige Mann, wird nicht wieder vorkommen. Das ist gut. Okay. Ich verbessere jetzt das Personal, ja? Arbeitsmoral verbessert. Ganz ruhig. Schon Witze? Ich bin außer Reichweite. Ach ja. So, ich muss mit dem Schurken erstmal klarkommen. Ah, ich muss einstellen. Nein. Interface, automatisches Looten. Schnellplündern, da. AFK automatisch löschen, was? Aktuell sprechen oder bewegen, automatisch verlassen. Fixierte Ziele, automatisch absetzen, Flug. So. Folgst du mir, Schatz? Wir sind nicht in einer Gruppe. Wie wärst du nämlich an jetzt? Ja, ich sehe dich irgendwie nicht. Wie heißt du nochmal? Gegaga? Wie heißt du? Eigentlich müsste ich dich... Wie heißt du? Nee, ich müsste dich eigentlich sehen, aber du bist... Wie heißt du? Nicht. Okay. Ich bin Genor mit zwei E's. So. So, wieso? Du musst nach dem Norden drücken. Da bist du. Okay. Komm denn. Ich
Spieler melden wegen. Nein. Ja. Ach, okay. Jetzt weiß ich wieso, weil Battletech, du musst annehmen. Nimm mal meine Anfrage an. Ah, okay. Okay, jetzt. Jetzt können wir uns endlich sehen. Jetzt können wir uns auch mit allen Charakteren sehen und nicht mit jedem Charakter einzeln. So. Jetzt können wir alle Charaktere sehen, ja. Tunnelwurm. Ich muss hier ran. Das ist zu weit entfernt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nicht den. Ich muss hier ran. So sehr praktisch. Geht schon schnell, das war. So. Ein noch, da vorne ist auch noch. Ich bin außer Reichweite. Wir sind echt schnell zu zweit. Ja. Wir müssen den schon nicht mehr töten. Ich bin durch. Ich kenne das alles gar nicht. Ja, ich habe vor Ewigkeiten Goblin gespielt, aber es ist schon echt super lange her, dass ich. Also es ist sehr, sehr lange her, dass ich Goblin gespielt habe. Warum haben wir ein Goblin tolles Blasen? Oh. So. Ich hätte es selber nicht besser machen können, das habe ich auch nicht. Ihr seid uns allen eine Inspiration, Geno. Ich bin mir sicher, dass die Großartigkeit der Macht und wenn ich hinzufügen darf, der extreme Reichtum des neuen Handelsprinzen Geno bald in allen Munde sein wird. So, Sassy Harzang hat mich damit gelöchert, ihr etwas Kajakkohle für die Party zu euren Ehren heute Abend zu besorgen. Ups, war das eine Überraschung von mir? Habt ihr es nicht? Naja, aber mit dem Produktionstief der letzten paar Tage ist das hier alles, was ich herstellen konnte. Könnt ihr es ihr bringen? Okay. Hier sind noch zwei, die klingen namenstechnisch relativ gleich und sind auch das gleiche. Hier die beiden. So, nun, dass ihr es wisst, Kajakkohle gibt es überall hier im Ort. Es ist das meiste Produkt der Bilgewasser. Bilgewasserkartells aller Zeiten. Boah. Vergesst nicht, dass ein gepflegtes Image das A und O ist, wenn ihr auf eine weitere Beförderung auch seid. Nein, wartet, Profit ist das A und O, aber Explosionen kommen gleich danach. Und dann Image. So, Boss, während ihr unten in den Minen wart, hat Max Shredderscheck aus dem Marketing nach euch gefragt. Es ging um ein neues Gefährt für euch. Sie hält es außerhalb des Gebäudes auf der linken Seite auf. Ich stehe hinter euch. Oh, das wird jetzt lustig. Das wird jetzt super lustig. Wir fahren gleich mit dem Auto. Was erzählt man sich auf der Straße? Okay. Bist du schon Level 3 oder was? 2. Okay. So, Geno, ich habe gehört, dass ihr die Mutter aller Firmenpartys ausrichten werdet. Laut meinen Berechnungen sollte Beförderungsquoten Raketen auf in die Höhe schießen und explodieren, wenn man sieht, dass ihr auf der Party Spaß habt. Daher schlage ich vor, ihr unternehmt eine kleine Spritztour mit dem Hot Rod. Holt eure Freunde in der Stadt ab. Vergiss mich nicht, wenn alles am Schnürchen läuft und ihr die neue Handelsspitze werdet, ja? So. Okay, Schnell! Was? Offensichtlich geht das auf Zeit. Benutzt den Schlüssel von Hot Rod, um euch in euer Auto zu setzen. Hast du schon eins? Was? Wo hast du das her? Ach da. Du musst einfach nur klick auf den Schlüssel. Ach so, okay. Schnell! Du kannst, glaube ich, auch hupen. Nee. Von Radio aus auch. Nur wozu? Ist sie abgeholt? Yeah! Hopp, irgendwas. Hä? Irgendwas muss ich ja hier nochmal machen. Ja, du musst nur zu Izzy fahren und Izzy abholen.
Das auch, aber hier muss man ja. Ah, na, ja, da. Easy. Easy. Mit dem Auto easy. Easy fahren. Meine Güte. Ach, meine Güte. Leute. Leute. Hier sind wir runter. Leute. Was ist denn für eine Straße gewesen? Entschuldigt bitte. Jetzt haben wir das auch abgeholt. Was war hier auch noch? Hier ist noch ein Video. Und ein, glaube ich, gut aussehende Goblin Supermodel. Da, wo du gerade bist, wie die sich gegenseitig mit grünen Sachen bespritzen. Das sind unglaublich gut aussehende. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Ich gehe einfach gerade nur wieder zurück. Hast du schon Radio? Ich habe hier Radio an. Finde ich super. So. Ja, ja. So, Quest beenden. Genor, Trainer Blutgersch, der Kopf unserer furchtlosen Bildgerwasser. Bukanerie sucht euch. Er sagt, dass die Ligatitel gegen die Dampfdruckhalte in Gefahr ist und dass nur ihren Pokal nach Hause holen können. Geht nach was in die Stadt, ihr könnt das Kajorfeld nicht verfehlen. Ein Fußbombenstart. Das wird sich erfolgen auf euer Image auswirken. Das ist was, Nicole. Ich hab die Dudes auch noch im Auto. Warte, da drin ist noch eine Quest. Also sind noch mehrere Quests. Ihr seid also ein großes so. Team, ne? Wir müssen gleich Mädel Schuldner eine Nachricht zukommen lassen. Natürlich versteckt sich dieser Abschaum im Moloch-Viertel. Ich weiß, wie ungern hier in den Slums geht, Herr Boss, aber was soll man schon machen? Sie blättert durch einen Stapel Papiere. Ich habe alle Namen hier. Darf ich vielleicht vorstellen, dass ihr ihnen einen persönlichen Besuch abstattet? Ein paar strategisch geplante Schlägereien setzen, deutliche Zeichen von den anderen Schuldner und eure Konkurrenten. Geno ist kein Goblin, mit dem man sich anlegen sollte. Wenn ihr es hier schafft, schafft ihr es überall. So, hey mein Süßer, schon bereit für die Party? Nein, du weißt doch, dass ich dich heiß und innig liebe. Hm? Ich finde, du solltest mal in die Stadt gehen und ein neues Outfit für die Party kaufen. Guck mich nicht so an. Du willst ja sicher gut aussehen. Willst du nicht gut für mich aussehen? Ich bin schließlich deine Freundin. Sorry, Schatz. Ja. Schau unbedingt erst bei der Bank vorbei und hol die ausreichenden Moneten. Kauf nichts von diesem Billigkram. Hast du einen Freund oder eine Freundin? Ich habe einen Typen, er ist Chip. Du meinst den Rechten, ja? Ja. Oh, ja. Hinfort mit euch! Schon lustig. So, oh, mein Auto ist nicht da. Das macht doch nichts. So habe ich kein Auto. Nimm mir den Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Was? Natürlich hast du einen Schlüssel Nein. in der Tasche. Nein. Ich habe einen Schlüssel in der Tasche. Ich habe keinen Schlüssel für Harvard. Oh. Okay. Und los. Jetzt hier überhaupt längst? Müssen wir hier längst? Ich hub die. Wuppa! Radio! Nach links ist ein Fragezeichen. Warte, da ist die Quest. Hier. Genau. Aus dem Weg! Guckst du mal, ich höre das nicht. Warte, jetzt. Warte auf. Hier, Ende. So, ihr seid ja. Da seid ihr ja, mein Junge. Schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen diese Shredder wieder funktionstüchtig machen. So, meine Jungs sitzen alle verletzt auf der Bank. Unsere Shredder sind nur noch Schrott. Schiri pfeift das Spiel gleich ab. Letzte Minuten läuft und ich brauche euch, Genor. Wir müssen eben diese Shredder auf Vordermann bringen. In Bilger Pier liegt genügend Ersatzteile rum. Jede grünblütige Ketzernier überlässt sie euch sicher gerne, wenn die Bukaniere dann eine Chance auf den Sieg haben. Bukake! Bukake! Okay, Sachen holen. Okay. Ah, da hinten.
Gut. Diese Musik ist toll, die im Radio spielen. Können die Leute überfallen? Oh! Zack! So. Ah ja, ich habe mir eben gerade die Legion gekauft. Und Battle for Azeroth auch mit dabei. Oh, entschuldigt. So. So, das ist mein Junge. Jetzt muss ich dieses wertlose Metallschrott nur noch einen funktionierenden Zustand bringen und euch raus aufs Spielfeld schicken. So, wir haben nur noch einen Shader. Als gerade niemand hier ihn gesehen hat, habe ich ihn mit Nunea, sagen wir, modifizierten Fußbomben geladen. Wir müssen diese Shader nehmen und ihn das Leben und ihn das Leben zur Hölle machen. So. Kannst du dich kurz auf mich warten? Okay. Haben wir die hier? Hm? Warum? So, ich habe es geschafft, Junge. Jetzt müssen wir noch das Tor machen und der Titel ist unser. So, jetzt liegt es an euch, Junge. Ihr habt die Dampfdruckhaie vernichtet. Jetzt müsst ihr nur noch das Siegestor schießen. Jetzt unter uns. Ich finde, wir sollen dieses Mal alles richtig machen. Ich möchte nicht, dass ihr einfach nur ein Tor schießt. Ich möchte, dass ihr so weit schießt, dass die Bombe bis zwischen die beiden Schornsteine hinter dem Tor fliegt. Ich habe die Fußbombe so präpariert, dass ihr dafür die richtige Zusatzleistung habt. Und jetzt raus da und mach mich stolz. Okay. Oh. Ich glaube, ich habe mit dem Kugel den Drachen getroffen. Okay. So, ey, ich hab's geschafft, Junge. Ich hab es echt geschafft. Wir haben das Spiel gewonnen und ich habe diesen Drachen gesehen. So, ich würde ja mit euch feiern, aber ich fürchte, dass der Drache dem guten alten Kaio ganz schön zugesetzt hat. Ich glaube, ich packe meine Sachen und nehme das erste Schiff, das die Insel verlässt. Ihr sollt jedenfalls zum Hauptgeschäftssitz zurückkehren und Sasi erzählen, dass ihr den Fußbomben-Titel für uns gewonnen habt. Ich bin mir sicher, dass sie auch über den Drachen und den Kaio Bescheid wissen möchte. Viel Glück. Seid vorsichtig da draußen. Okay. So. Seid ihr das? Was tut ihr außerhalb des Hauptquartiers? Zurück an die Arbeit. Schatz, wo bist du? Naja, du hast alles gelootet, sodass ich nichts mehr looten konnte. Deswegen habe ich ewig gebraucht. Ach so. Oh, tut mir leid. Da warte ich hier auf dich. So. Ja gut. Benutzt euch, hier kommen die Ideen. Und mit nur zwei Zahlen 6 und 11, was? So, okay. Ich bin jetzt fertig mit dem Fußballkrams. Trinkt Kaya Cola! Hallo? Okay, Moment. Ja. Und los geht's. Wir müssen ja das Geld auftreiben. Müssen wir da hin? Keine Ahnung. Müssen wir da runter? Ah ja, wir müssen da runter. Das ist zu weit entfernt.
dieses Ziel nicht angreifen. Ah ja, das hat mir jetzt natürlich super wenig gebracht. Ah, oh, ist das nervig. Hm. Oh, ernsthaft? Ah, jetzt komme ich hier nicht hoch. Was funktioniert bei dir nicht? Ich konnte das, was du da eingesammelt hast, nicht einsammeln. Ach so. Starrt ihr mich an? So, wie viele von wie vielen haben wir jetzt gekriegt? So. Death Ass. Wir müssen, glaube ich, außen rum. Oder? Okay. Ah, ne, hier unten. Geht schon so. Da. Ja. Ich bin mit meinen Ohren da hängen geblieben. Welche alles? Mhm. Ach da. Okay. Entschuldigung. Ich werde von meinem Anwalt hören, sagt sie. Wie süß ist das denn? Warte mal, ich bin leicht gehört. Wir müssen die Quest wieder abgeben. Wir müssen hoch. Wir müssen diese Autobahn hoch. Okay. Ja, das ist im oberen Bereich. Ja. Nee, ich bin nie wieder zurückgefahren. Das ist unglaublich verwirrend. Oh ja. Okay, ich bin jetzt wieder unten. Ich habe keinen Plan, wo ich bin. Oh, auf dem Turm. Ich bin in einem Tunnel. Ja, ich auch. So wie falsch. Oder? Ah. Ach ja. So. Jetzt hier rein. Ja. Nun. Wenn das großes Pfeil, ein großes Pfeil schwimmt. Yeah. So, ihr seid es, mein Herr. Tut mir leid, bei den ganzen Pöbel, die hier herumschwirren, habe ich euch noch nicht gleich erkannt. Ihr rumlaufenden Leute, macht mal langsam hier. Geno ist da. Hier sind eure Moniten, mein Herr. Komm jederzeit wieder, wenn ihr mehr braucht. So, ein Stapel Moneten. Ein neues Outfit. Ein neues Outfit, was ihr mir sagt. Euer Party ist in allem Munde. Alles, was in der Insel Rank im Namen hat, wird da sein. Nun, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Einkaufen und in den Gaunergasse könnt ihr die besten Schnäppchen ergattern. Okay. Seid vorsichtig da draußen. Ich habe tatsächlich einen Stapel Moneten in der Tasche. So. Wir sind die Dudes, die ich da mitnehme. Ha? Ich glaube, die sollen mit zur Party, ne? Ne, wir sind jetzt mal Klamotten. Ja, aber die Dudes, die ich da mitnehme. Die was? Die Dudes. Ich habe hier drei Leute in meinem Auto sitzen. Ja, ja, das ist nur, das sind deine Freunde. Okay. Bin ich hier drin richtig? Mhm. Gib das Outfit für die Party. Ah, da. Er möchte Geld. Gut. Ja, wenn ich es nicht habe, dann wollt ihr es nicht.
Das ist erstmal cool. Verschwendet nicht so meine Zeit. Seid vorsichtig damit. Klunker, fette Klunker. Gut, dann können wir ja. Zur Party. Zur Party. Aber erstmal muss ich ganz kurz gucken, wie sehe ich denn jetzt gerade aus. Oh, ganz normal, schade. Ja, das ist. Ich hab jetzt auch fette Klunker. Bist du da wegen mir? Ja. Wer denn sonst? Ich weiß nicht, ich sehe ja nicht, wer dran ist. Ja, das bist du. Verfahren. Was soll das heißen? Warte, Kosta, Rana. Verfahrenhilfe. Ruf WoWC. Bla bla, Neukan Fusersi. Er macht Witze. Oder Todesschwingel? Okay, das wird schon. Wir veranstalten eure Party und bis wir fertig sind, ist der Drache sicher schon lange weg und der Boden hat zu zittern aufgehört. Verstehe ich? Können wir immer noch ein Schiff kartern und von hier verschwinden? Die sind ja entspannt. Das nenne ich einen absoluten Erfolg, mein Herr. Eure Schuldner werden es sich jetzt sicher zweimal überlegen, bevor sie euch nichts bezahlen. So, hast du alles beisammen, Genua? Ich kann kaum erwarten, die neuen Sachen an dir zu sehen. So, oh, du wirst so toll aussehen. Allerdings nicht so toll, wie ich bei deinem Tempo wir sind Handelsprinzen im Hirn am Drehen von einem Thron stoßen. Ich kann es kaum abwarten, endlich nicht mehr arbeiten zu müssen. Du kaufst mir doch alles, was ich will, oder, Liebling? Ja. Ich kann es kaum abwarten, endlich ein gemachter Mind zu sein. Verschwindet nicht! Also, ist es schon abgestimmt. Oh, meine gute Baby, alle sind gekommen, wen interessiert das schon, irgendein blöder Drache? Wir veranstalten die Party am Pool, klingt so, als würde sich alles noch köstlich amüsieren. Du wirst ja toll aussehen, warum gehst du nicht schon mal einmal drüber zum Pool und unterhältst die Leute? Ich bin in einer Minute bei dir, ich will nur kurz etwas auf Aufregenderes schlüpfen. Guckst du bitte mein Stripperkleid an? Ja. Es hat ein Herz. Ich meine, ich bin dann eher dein Zuhälter. Ja. Das ist super kalt. Oh Gott. Ich finde, Goblins ist der größte Erfolg, den man für WoW verbuchen kann. Also für die Horde verbuchen kann. Das ist witzig. Das ist super witzig. Was musst du denn machen? Schön? Nee, du musst einfach nur ein bisschen feiern. Ich bin außer Reichweite. So, du musst da einfach mal die Tapfen schon. So, diese Party müssen bei, was? Was? Okay, in die Feuerwehr. Hier. Ja. Mit dem mehr was? Ach, der. Ach, das ist getan. Feiern und unterhalten. Habe ich euch nicht schon mal irgendwo gesehen? Ich glaube, wir haben das total ausgepackt. Party, so ausgepackt. Blubberndes Getränk. So. Schnell! Was ist das? Total ausgepackt. Was brauchen Sie, wenn Sie ausgepackt sind? Wasser? Eimer? Tanzen? Feuerwerk? Also, du siehst, wer einen Eimer schnell, braucht. Schnell! Artikuliert okay. Vernünftig. Ja. Ja, was wollt ihr? Verschwendet nicht meine Zeit. Okay, hab alles. Ja. Das macht Spaß. So. Hier ist ein Eimer. So, sehr gut, mein Herr. Die Party war anscheinend ein voller Erfolg. Was ist das denn? So, oje, Piraten. Genua, das sind ungeladene Südmeer-Piraten auf eurer Party. Ihr müsst sofort etwas dagegen unternehmen. Oder eure Karriere und jede Hoffnung, nächsten Handelsprinz zu werden, sei sind dahin. Macht bloß keine Dummheiten. Was? Oh mein Gott. Was? Das sind ja nicht nur ein paar Piraten, das ist ja alles voll.
dran. Ich brauche ein Ziel. Okay, die 12 müssen wir kehren. Ich bin außer Reichweite. Sind der Piraten die gerade im Auto fahren? Gut, Ora. Ja, ich kämpfe aber gegen ihn. So, hau rein. Ach ja. Liebe Goblins. Das war knapp, Boss, und leider habe ich noch mehr schlechte Nachrichten. So, während ihr euch mit den Piraten gekümmert habt, habe ich bemerkt, wie der Handelsprinz sich nach oben geschlichen hat. Er ist auf dem Balkon oben an der Treppe genähert. Ich glaube, er hat die Piraten geschickt. Ich sollte lieber schnell wie möglich nach oben und lasse ihn nicht warten. Die Handlungen sind so... Okay. So, wenn ich mein... Ja... Wenn es nicht mein absoluter Schützling Herr Geno ist. Ich bin tief verletzt und enttäuscht, ihr habt mich nicht zu eurem kleinen Party da draußen eingeladen. Tut mir leid wegen der ungebetenen Geste, ihr wisst ja, wie Piraten sein können. Also, kommen wir zum Geschäft. Ich bin ein sehr ehrgeiziger junger Goblin Geno, vielleicht ein wenig ehrgeiziger, als es für euch gut wäre. Ich erkenne mich selbst in euch, als ihr noch jung war. Ich habe einen Vorschlag, vielleicht ist ja auch schon aufgefallen, dass der Kajoro explodiert, alle auf Ketzern werden sterben. Aber wenn ihr mir eine Bazillion Moneten bringt, bevor meine Yacht die Insel verlässt, werde ich dafür sorgen, dass ihr unter den wenigen Glücklichen seid, die entkommen. Wenn ihr so weiter leben wollt, solltet ihr euch lieber schnell überlegen, wo ihr so viel Knete für mich auftritt. Was? Bazillion Moneten? Das ist so unglaublich gut. Oh, alle sind weggelaufen. Panik, ein Häschen. So, eine Moneten, wo wollen wir denn so viel Knete hier bekommen? So, all eure Besitztümer wurden eingefroren und die erste Bank von Kesan hat geschlossen. Ihr braucht wirklich einen Haufen Knete, Boss. Ihr müsst euer eigenes Geld aus der Bank rauben, mit einem verschiedenen Apparat in eurem Goblinschen alles in einem Zigarettengürtel. Solltet ihr alles dabei haben, was ihr braucht, um den Tresor zu knacken. Ich hoffe nur, dass ihr das für schlechte Zeiten gespart habt, wie ich es euch immer geraten habe. Und was ihr noch nicht bemerkt haben sollt, die Zeiten sind gerade uns miserabel. So. Ja, genau. Da hinten ist einer. Um die angehaltenen Kinder über den Haufen zu fahren und eure Beute zu schnappen. So, mein Herr, wir brauchen einen Haufen Kniet, um den Handelsprinzen zu bezahlen und vom Gesang wegzukommen. Und dieser Haufen liegt genau da unten und wartet darauf, mitgenommen zu werden. Dies sind die letzten bekannten Kaier mit Vorkommen. Das ist der Rohstoff, der uns zu den genialen Tüftlern und Alchemisten gemacht hat, die wir heute sind. Wenn das keine Bezillionen-Moneten wert ist, dann weiß ich auch nicht. Nehmt mal bei meiner Kabum-Bomben und jagt die Vorkommen in die Luft. Sammelt nach die Kaier mit Brocken auf, aber gebt auf die rebellische Trolle. So, dann habe ich hier noch zwei Quests. Ja. Wir werden alle sterben. So, tut mir leid, Herr Geno, es wird nicht mehr vorkommen. Wir müssen einen Weg finden, den ganz schnell vier Knete zu scheffeln. Es gibt bereits Berichte, dass der Handelsprinz angeheuerte Plünderer auf den Straßen der Bilk-Piers geschickt hat. Nehmt den Hot Rod, fahrt sie über den Haufen und nehmt euch die Beute, die sie sich unregelmäßig angehängt habe, dann wäre doch nichts Falsches, oder? Super. So. Ich habe auch von einem Geldproblem gehört. Es gibt nur einen Weg, wie wir eine Bazillion-Moneten zusammenkriegen.
Wir stehlen es von den Reichen. Dieser Schleimer, der Handelsprinz, hat alle möglichen Antiquitäten und wertvolle Kunstgegenstände gestohlen. Es ist an der Zeit, es ihm zu nehmen und den Bedürftigen zu geben. Natürlich vor allem uns. Hobart hat eine Kappe zurückgelassen, an der er gearbeitet hat. Eine Verkleidung, mit der er genauso aussieht wie einer von den Gallowix-Schergen. Ihr müsst einfach nur in seine Villa im Westen spazieren und dann gehen schon sicherstellen. So, das ist super. Okay, wo müssen wir hin? Einmal nach rechts, einmal nach links. Okay, wollen wir jetzt mal nach rechts? Ja. Zu der quasi 3? Ja. Du musst hier runter. Ja. Okay. Oh. Was? Wir sind einfach nur noch Reichweite. Wir sind einfach nur noch ich dachte, ich muss diese Dinger nur versprengen, aber ich muss ja auch nicht diese kleinen Dinger dann einfach. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Weißt du, wie die Fähigkeiten der Schurken funktionieren? Ja. Hä? Ja. Mit der 1 machst du quasi, sammelst du die Agro-Punkte. Und die 2 verbraucht die Agro-Punkte. Also je mehr Agro-Punkte du hast, desto höher ist dein Damage. Combo, ne? Hä? Combo-Punkte. Hm? Ja. So, ich brauche noch. Wie viele brauche ich noch? 3. Noch 3 Stück. Da oben sehe ich mich. Ey! Sag, ich greife den an, damit ich das abbauen kann. Oh, was ist das? Ist das Drache oder was ist denn das? Ich bin drauf. Aber hier oben rechts ist ja was. Also, ich habe jetzt hier alles. So, und hier fehlt noch einer. Okay. Hey, meine Dutzend nicht mehr im Auto. Ja, die sind weggelaufen. Die müssen. So. Weiter, gute Arbeit, mein Herr. Wirklich gute Arbeit. Da habt ihr ein echtes Vermögen in euren Taschen. Damit lässt uns dein Handelsprinz sicher auf seine Jagd. Seid vorsichtig da draußen. So. Da mal los zu den nächsten Gebieten. Was ist denn jetzt? Die Reifen bestellen? Gestohlene Beute, ja. Ja. Die Reifen bestellen. Whoppa. Soweit ich weiß, können wir den Piraten mit dem Ding umfahren, oder? Sollen wir, ja. Ja, okay. Ja, ich stecke im Garten fest. Okay, Das passiert mir, wenn ich hier viel Eiche. So. Zwei Piraten habe ich schon überfahren. Da ist noch einer. Also mir fehlen ganz viele Piraten. Die sind aber wirklich nicht viele. Mhm. Nur 4 hier. 6 von 12 habe ich jetzt.
Dann lass mal. Was zum Teufel war das? Jetzt explodieren Sachen. Ich glaube, hier ist irgendwo der Drache. Ah ne, das waren ja die Sachen, weshalb hier alles untergeht. Ja, ja. So. So, ich habe alle Piraten. Hier bei mir ist noch einer. Ich versuche hier gerade einen zu überfahren, aber irgendwie will er nicht. Ja, muss er. Ich bin einfach rückwärts gegangen, der Erfolg ist ganz schon. Einfach mir mal zu überfahren. Ja. So. So, 9 habe ich jetzt. Ey, nee, ein Kumpel sitzt noch bei mir im Auto. Aber irgendwie war er geisterhaft. Also hier ist er wieder verschwunden. Nee, nee, also bei mir sitzt keiner mehr. So. Was haben wir denn? Tresor der Bank. So. Und noch 2, noch ein. Ein Ball noch. Da. So. So. Alle umgefahren. So, ihr brechen den Tresor ein, eure private Reichtümer in euren Besitz zu bringen. So, benutzt, was benötigt wird, um euer Goblin alles als ein Gürtel einzusetzen. Okay. Der Tresor ist aufgebrochen, wenn der Fortschrittbug in den Tresor einen plus 100% erreicht hat. Wenn ihr was falsches Sache zur falschen Zeit. Alter, das ist. Was? Was? Friedrich, benutzt euren Kaya mit Bohrer. So, die Zeit ist abgelaufen. Moment, was? Ach so, du musst das immer das richtige Ding. Ich versuche einem Privateigentümer in Besitz zu bringen. Was? Benutzt das wirklich für einen wirklichen Nein. Verdammt. Verklickt. Ich versuche es auch zu machen, wenn du Fortschrittsbalken des Tresors an sich von 100% erhältst. Und wenn du falschen Zeitpunkt oder der Fortschrittsbalken zu einem Was? Du musst aber nur das, es zeigt dir an, was du drücken musst. Du musst. Achso, das ist ja nicht leer. Du musst es einfach nur schnell drücken. Ja, ich hab das. Ein Schweizer Taschenmesser. Oh fuck, jetzt habe ich es nochmal angefangen. Okay. Ja, ja. Nein. So. Okay. Dann habe ich hier alles. Du musst einfach nur das drücken, was auf deinem Bildschirm quasi groß erscheint. Schatz? Ja? Ich kann dir ein bisschen Geld geben. Möchtest du? Komm her. Sehr gut. So, wie komme ich da jetzt rein? Muss ich das nochmal starten oder nee? Nee, du bist, wenn du es schon fertig, wenn du es einmal durch hast, dann bist du. Okay. Ja, du hast es. Wie bist du da? Okay. So, jetzt müssen wir noch einmal die Reichen ausrauben. Und den Stuhl. Und dafür müssen wir, glaube ich, durch den Tunnel da hoch, oder? Nee, Moment, wir müssen. Ah, ja, ja. Okay. Da hinten ist eine Auffahrt. Folgt mir einfach. Ein bisschen Radio für gute Stimmung. Eine Abkürzung. Normal wie auf deutschen Autobahnen. So. Irgendwo sind hier noch. Ach ja. So. Beachte nicht für den komischen Goblin, der hier in Verkleidung rumrennt. Das war kein geisterhafter Freund von dir, sondern in Verkleidung. Er hat mich geworfen. Nein! Wir haben Speerfeinde. Sterbe! Ich sterbe, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot.
Ich bin in eins von diesen Schweinen reingerannt. Ich habe vergessen, dass die Spielerschweine da Ja, wir waren. müssen aufpassen, wie ich was, was müssen wir mal Ein Schwein Maltes ausweichen. Falke, die Mona Goblisa, die ultimative Bombe. Die Mona Goblisa. Oh. Also die ultimative Bombe Nein, habe ich. fuck, jetzt bin ich runtergefallen. Ich muss noch mal das Falke holen. Okay, zurück zu Gliese und nochmal loslatschen. Ich habe nicht aufgepasst und bin runtergefallen. Wo bin ich nochmal die Aufnahme? Die Aufnahme suchen. So, noch einmal. Und jetzt sind kein Schwein reinrennen. Ich habe es nur gelootet. Ich habe es nur gelootet. Ja, wie kommen wir jetzt? Ach da, okay. Bin zu weit gelatscht. Keine Schweine hier drin? Keine Schweine hier drin? Glaube ich, müsste noch drin. Und So. da, und da. Annehmen. Ist das Malte? Ha? Nein, nein, keiner von beiden ist Malte. Ich habe Maltes Falken geklaut und dachte, vielleicht ist einer von denen Na, Malte. verdammt. Da hinten läuft ein Zahnschlüssel, doch. Ich sterbe schon wieder, Schatz. Ah, verdammt. Okay, alle greifen mich an. Okay, ich bin wieder tot. Ich Ach, bin wieder tot. Scheiße. Wieso? Die Schweine wittern dich. Du musst fernbleiben von den Schweinen. Ah, okay. Verdammt. So, und die Mona Goblisa betrachtet ihn. Du hast schon einen hübschen Goblin. Oh, da ist ein Schwein. Da ist ein Schwein. Da sind sogar zwei Schweine. Bitte, bitte nicht nach links. Okay. Nein, lockt sie nicht zu mir. Mach deinen Jump. Mach deinen Jump. Ich bin auf dem Rückweg, auf dem letzten Rückweg einfach noch in irgendwie so ein scheiß Schwein reingerannt. Okay. Geschafft. Schnell weg. So, ich habe das erste. Das ist nervig. Ich habe Wirklich, erstmal gar nicht kapiert, was ich wirklich machen soll. aufpassen. Würde das okay, gut, ich kann sie einfach ganz easy runterprügeln, aber nein. Vor allem als Schurke überhaupt nicht möglich. Als Schurke frisst du ja so viel Damage. Was hast du erwartet? Du kannst nicht einfach irgendwas machen. Oh fuck. Oh, das in dieses Gebäude reinzukommen ist echt nicht einfach, in dieses große meine ich. Ja. Du musst eigentlich nur auf die Schweinchen aufpassen. Ja, ich warte bis das. Okay, jetzt. Du musst Geduld haben. Ja. Dann schaffen wir weiß da weit außen rum. Ich hoffe, dass er nicht zu nah rankommt. Sehr viel Geld. So, wow. Okay, ich hab's geschafft. Gleich bin ich drin. Oh ja. Ja, wo ist denn das? Wo ist denn der Stuff, den ich glauben muss? Ist ihr ein Stockwerk höher oder so? Ja. Okay. Ah da, genau, der Falke. Genau, und keiner von denen ist Malte. So. Juhu!
Würfel sehen, dass mir jetzt nichts entgegenkommt. Okay, ja. Wir haben immer noch nicht genug Planeten. Okay, ich bin dann auf dem Rückweg. Ein defekter Generator, undichter Ofen und ein leicht entzündliches Fett. Ich fahre einfach weiterhin diese Piraten um. Ja, mach ich auch. Perfekten Generator überlassen, um dich zu öffnen. So. Verschwendet nicht meine Zeit. So, Otto, dieser Kram ist ein Vermögen wert. So, ich hoffe dass nur, dass der Handelsprinz die Sache nicht bemerkt, wenn ihr sie mit ihm dem Rest eures Reichtums übergibt. So, habt ihr sie? Habt ihr den Tresor geknackt und eure privaten Reichtümer aus der Bank geholt? So, hey, habt ihr gespart? Ich bin so stolz auf euch. So, ich muss was auswählen. Türklopfer der ersten Bank. 3-4 Schaden, Füße. So, Quest Bannon. So, ich habe es wirklich geschafft. Naja, ich schätze, das haben sie verdient. Das ist das ganz schön viel Beute. Meint ihr, es reicht, um euch einen Platz auf der Yacht des Handelsprinzen zu erkaufen? Könnt ihr jemanden mitnehmen? Ich habe im Marketing gerade nicht allzu viel zu tun. Ich sehe dich auf der anderen Seite. So, Level 5. Ein wenig vorlaut, hm? Wir kommen der Sache näher, aber wir haben immer noch nicht genug Moneten. Zu einem Glück, Boss, habe ich das vorausgesehen, einen Plan entwickelt. Wir werden die Versicherung des Hauptquartiers einstreichen. Ich habe mir die Freiheit genommen, das übergebliebene Feuerwerk von eurer Party an diesen Ort zu verteilen. Alles, was ihr tun müsst, ist dorthin zu gehen und ein wenig Sabotage zu betreiben. Darf ich vielleicht den defekten Generator, den undichten Ofen und das leicht entzündliche Bett vorschlagen? Dann geht ihr wieder nach draußen und schickt einen Benzinbot rein. Das ist so unglaublich gut. Das ist so niedlich. So super. Das leicht entzündbare Bett. Ja. So. Und dichter Ofen. So, und dann muss ich hier hoch. Alles ist voll mit Feuerwerk. So, und Zigarette auf das Bett fallen lassen. Und anzünden. Der Benzinbot. Einfach nur ein Roboter, der reinlatscht. Ich glaube, gleich explodiert alles. Jo. Ab und zu geht noch Feuerwehr. Ja, alles brennt. So. So, das ist noch gar nichts. Ich sollte den Bilgep hier mal sehen. Dort steht alles in Flammen. Gut, ich habe keine Zeit, den Ort unter Lupe zu nehmen. Hier ist die Knete aus den Versicherungen der Bilgwasserkartells. Ich muss einen Weg von der Insel herunterfinden. Viel Glück genutzt. Erstmal die Versicherung holen. Obwohl alles in Flammen steht. So, wir haben die ganze Knete zusammen. Jetzt müssen wir nur noch eins tun, Boss. Euch noch zur Jagd des Handelsprinzen schaffen. Sie legt bald ab. Wir müssen uns beeilen. Springt rein, ich fahre. Meine Güte, versucht ihr mir ein Ohr abzukauen? So, na, wo ist denn das Auto? Wo soll ich reinspringen? Achso, du musst ihn nochmal anschalten. Eltern haften an ihren Kindern. So, okay, lass uns aufbrechen. Ich will nicht, dass hier alles kaputt geht. Hä? Ich will nicht, dass hier alles kaputt geht. Ich will hier bleiben, ich finde ihn auch richtig cool. Ja, die Insel geht hier leider unter. Die Insel wird vollständig zerstört. Oh nein! Todesschwinge zerstörte die gesamte Insel. Oh nein. Gott, wo fährt die denn nächste Olle?
auch so cool. So, originelle Seite ist welch unerwartete Überraschung. Glückwunsch, ich habe es gerade noch geschafft. Wie ich sehe, habt ihr alles gebracht, worum ich euch gebeten habe, sogar den Hot Rod. Ah. Oh. Was? Mein Freund hat mich verlassen mit deiner Freundin zusammen. Eine Bazillion Moneten war sicher nicht leicht zu beschaffen. Jetzt bin ich der reichste und mächtigste Goblin in ganz Azeroth. So nun, dass ich die Bedienung unserer Vereinbarung jetzt ändere. Ihr seid ab sofort mein Sklave, geht unter Deck und leistet euren Beitrag beim Kohleschaufeln. Nächster Halt, Azhara. Warte. Nein. Warte, kurz, das in meinem Chat zeigen. Deine Olle hat nämlich auch den Verschluss gemacht. Ja. Wir sind bestimmt zusammengekommen. Daran bist nur du schuld. Die dämlichen Sklaven hätten schon längst im Kalimdor sein können. Das lasse ich mir nicht in die Schuhe schieben, wegen dir haben wir uns verirrt. Ist jetzt auch egal. Skalivix wird uns beide umbringen. Psst. Hast du das gehört? Der Trailer ist super. Das. Unser Befehl lautet, die Fracht an uns zu bringen, um jeden Preis. Keine Zeugen. Ah, die Ende sind ja eine. Ganz schön brutal, muss ich sagen. Das ist echt schlimm. Wow, das ist echt brutal. Das ist echt brutal, muss ich sagen. Gizmo, was sitzt ihr da herum? Erkennt ihr nicht, wer da neben euch liegt? Das ist Geno, ist der alleinige Grund, weshalb wir noch atmen. Doktor, ich dachte, er sei tot. Okay, ich möchte aufstehen. Raketensprung. Komm schon, bleib weg. Das ist alles, was ich tun kann. Es liegt nun an ihm. Hört ihr mich gerne? Kommt schon, kriegt euch wieder ein. Geht nicht ins Licht. So, es liegt jetzt an euch. Kehrt ihr zurück ins Leben und seid der Held, den die restlichen Überlebenden so dringend brauchen. Oder bleibt ihr bis in alle Ewigkeit hier? Nun, ihr könnt das entscheiden. Ich würde gerne ins Licht. So, Geno, es tut mir leid, ich dachte, ihr wärt tot. Es ist einfach Irrsinn. Es ist einfach Irrsinn. Wir sind direkt in einem Kampf zwischen der Allianz und der Horde gesegelt. Wir müssen unsere Brüder und Schwestern retten. Er zeigt auf der Rettungskapseln, die um euch herum im Wasser verscheucht sind. Ich glaube, ich bleibe hier noch ein wenig sitzen und komme zum Atem. Könnt ihr aufs Meer herausschwimmen und dich rauslassen? Nimm meine thermohydraulischen Flossen, damit könnt ihr euch schneller fortbewegen. Macht euch vom Acker! Richtig schnell. So. Ich habe kein Ziel. Oh, hallo. Sehr nett, dass ihr mich gerettet habt. Schwamm über unsere Differenzen, okay? So, hab alle.
Oh, diese Flaschen sind cool, die hätte ich gerne wieder. Ich werde nicht verstehen, wenn das nicht fliegen, Mann, das sind kleine. Ah. Okay. So, oh, dem Inseln Dank, dass ihr beliebt habt, genau. Ich war mir so sicher, dass ihr ertrunken seid, nachdem ich euch über Bord habe gehen sehen. Schaut nur, wie viele Leute ihr gerettet habt. Das habe ich ja fast vergessen. Ich habe ein paar eurer Sachen aufgehoben, nur für den Fall, dass ihr es schafft. Unsere Bomben und Werkzeuge, diese hinterhältigen Affen aus dem Osten, haben sie alle in Schutz der Dunkelheit gestohlen. Könnt ihr dorthin gehen und sich uns zurückholen, Gino? Ohne diese Werkzeuge haben wir keine Chance, in diese Insel hier runterzukommen. Wo befinden wir uns überhaupt? Oh, neben dem Malstrom, okay. Oh, wow, was? Den kenn ich gar nicht. So, sieht aus, als würden diese Affen einfach alles stehlen, was nicht nied- und nagelfest ist. Diese diebischen kleinen Monstern haben die T-Raptor. Nochmal. T-Raptor-Matriarchin zur Weißflut gebracht, indem sie ihre Eier gestohlen haben. Aber was noch schlimmer ist, diese Eier sind geschlüpft. Jetzt rennen die hier überall hungrige Teroptor-Jungen hier rum und haben uns alle schnelle Mahlzeit auserkoren. Wir haben nicht damit angefangen, aber jetzt ist es unser Problem. Ihr müsst in den Dschungel gehen und diese hungrigen Teroptor-Jungen töten, bevor sie uns alle töten. So, sie haben immer noch immense Probleme mit den Affen im Dschungel östlich von hier. Sie haben all unseren Sprengstoff gestohlen und jetzt fangen sie an, damit durch die Gegend zu werfen. Und machen sogar und ich manchmal sogar auf gelesen, uns. Okay, ich habe Zischzündel befohlen, etwas von seinem Nitro in diese Bananen zu füllen. Keiner davon kann eine leckere Banane widerstehen. Ihr müsst mitfüttern. Oh, wie gut. Okay, dann mal los. Wieso hast du zwei Dolche? Ah, ich habe auch zwei. Ich weiß noch, wo es. Moment, habe ich automatisch zwei Dolche ausgerüstet? Von Anfang an. Oh. Ich weiß noch die Zeit, wo. Das heißt, ich habe zwei Dolche? Oder ja. Ist es ein Dolch, der als zwei Dolche zählt? Nein, du hast zwei Dolche. Ich bin der Dolch. Warte, ich möchte das. Hast recht. Okay, ich darf explodiert. Der Affe ist explodiert. Also, alles. Du hast noch ein paar von den Kisten. Die Affen müssen wir auch. Ich glaube nur die Kisten. Die Affen sind ja egal. Die Affen müssen ja mit den Bananen getötet werden. Achso, ach ja, 8 von 10. Okay. Na gut, das geht. Das mit den Affen geht ja auf uns beide gleichzeitig zusammen. Genau. Guck, da habe ich jetzt den letzten. Okay, fertig. So, ich brauche nur die Kisten. Jo. Oder nee, ich brauche nur 4 Kisten. Gut, ich komme zu dir. Ich schau auf die Map. Ja, aber irgendwie Arsch der Welt natürlich. Ich kann dir nicht durchgehen, wenn du auf den Inseln nicht mehr abfallen.
will dir eigentlich nur helfen, wenn ich noch. Wir haben die Belegschaft zu töten. So, und da bist du. Na, ja, ernsthaft? Ich komme! Ich habe kein Ziel! So, noch zwei. Noch ein. Ja, hier ist eine. Hier war einer. Ach verdammt, ich bin an einer vorbeigelatscht. Und ist hier hinten, wo ich bin, noch einer. Ja, ich hab schon alle jetzt. Okay. Okay. Dann mal los. Hoffen wir einfach mal, dass wir uns später nicht mit ihrer Mama auseinandersetzen müssen, dass wir alles anders als. Seid vorsichtig da draußen! Okay. Ich denke mal, wir machen es gar nicht. So, ich dachte, das wäre unser sicherer Untergang, aber jetzt können wir daran arbeiten, von dieser Insel zu fliehen. Tolle Neuigkeiten. Verarbeiteter Feuchtlunte hat auf der Insel eine ganze Höhle voller Keier mit entdeckt. Wer hätte das gedacht? Vorarbeiter Feuchtlunte? Ja, natürlich hat die Sache einen kleinen Haken. Er hat ein paar Überlebende mitgenommen, um mit beim Abbau des Erzes zu helfen. Aber keiner von ihnen ist wieder aus dieser Mine rausgekommen. So viel gesprengt, aber der Vorarbeiter sagt, dass es in der Höhle Affen gibt, die mit Spitzhacken. Sie bauen das Keier mit ab. Was ist das überhaupt möglich? Könnt ihr nach Südosten in die Höhle gehen und den Vorarbeiten steht direkt an ihrem Eingang? Trotz der stümperhaften Einmischung von Abbauen, was hängt da bitte? Was hängt wo? Da hängt eine Krabbe an dem. Oh! Ja. An dem Ventilator! Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Warum legen wir das Cover an den Ventilator? Oh, Mini-Schildkröten! Ja. Große Schildkröte. Kleine Schildkröten. Sterb, kleine Schildkröten! Nein! Ist was? Er hat so geguckt. So, die Kaya mit Höhle. So, bla bla. Boss, die Schätze, ihr seid nicht mehr der Boss, aber es ist trotzdem schön, euch zu sehen. Könnt ihr es glauben, eine Höhle voll intelligenter Killeraffen, die Kaya mit abbauen. So, kluge Bergbauaffen, sie sind in der ganzen Höhle verstreut und bauen Erz ab mit Spitzhacken. Das ist doch nicht normal. Ich bin mir sicher, dass es an dem Kaya mitliegt. Keiner meiner Minenarbeit ist wieder herausgekommen und ich habe nicht mehr viele. Ich könnte also meine Not erkennen gehen. Nur. Diese Typen sind nicht mal annähernd so gut wie meine alten Dschungel-Troll-Truppe. Das waren noch Zeiten. Vielleicht könnt ihr meinen letzten Minenarbeiter hier durch die Höhle begleiten und nimm die Affen vom Leib halten. Wir brauchen dieses Kaya mit. So. Hey Gino, das sind die Höhlenmalereien und andere Artefakte über in der Höhle. Könnt ihr euch Gürtel befestigen, HGK, Schnappblitz verwenden und in markierten Orten die Bilder aufzunehmen? Nehmt im hinteren Teil der Höhle ein Bild des Altars auf. Ich bin mir sicher, Sesi wird diese Informationen gerne in die Hände bekommen. Sesi. So. Ach ja, da bist du mit einem Blumentopf. Okay. Was zum Teufel? Was schwebt da oben? Was ist das? Schatz, siehst du das auch? Ich sehe das auch. Was ist das? Was ist das? Ist das ein Grafikbug? Sieht aus wie eine Waschmaschine. Ach, das ist eine Kamera. Ah. Aha, und warum? Wir sollen Fotos machen. Wir sollen Fotos machen, wenn wir da stehen.
Okay, okay. Ja. Okay, ja, du musst genau da drunter stehen quasi. Okay. Wir sollten in einem Kampf gefahren. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Wo bist du? Komm zu mir, ich hab mich verlaufen. Komm mir ruhig sehen. Du bist glaube ich genau vor mir. So, ich muss da drunter stehen. Okay, jetzt habe ich das Bild auch. Bin ich vor dir? Doch, du bist genau vor mir. Wieso ist er unsichtbar? Wieso habe ich keinen unsichtbar? Oh, Verstohlenheit. Oh, da ist es. Okay. Okay. So. Hier müssen wir auch ein Foto machen. Yay. Noch einmal, noch ein Foto von einem Altar. Wo sind unsere Leute? Ach, da sind sie. Ach, hier gibt es noch ein Kamerabild? Ja. Davon. Hier, wo ich bin. Nee, hier habe ich keins mehr. Oh, okay. Deshalb, das ist, das, wir sind ganz am Eingang. Wir sind am Eingang. Ja, ich hab ja noch keins. Da oben ist es, wir müssen da hoch. Jetzt schauen wir, wie wir da hochkommen. Weißt du schon, welchen Beruf du nehmen möchtest? Nee, noch so gar nicht. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht. Also, ich würde gerne wieder Kräuterkunde nehmen, muss ich sagen. Das hat mir damals am meisten Spaß gemacht. Ich muss sagen, Leder und Fischer gefällt mir eigentlich am besten. Hm. Aber habe ich halt. Jo. Macht keinen Sinn. Ich habe Kräuterkunde und einen Zauberer und überlege ich gerade, was sonst noch so für Stuff ist. Hier Inschriftenkunde. Ich würde glaube ich gerne Ingenieur machen. Ja, als Goblin ist es glaube ich ganz lustig. So. Aber ich weiß nicht, was ich als Ingenieur als Zeitpunkt mache. Bergbau musst du. Du brauchst die Materialien vom Bergbau. Ich brauche ein Ziel. So. So, ihr durchwühlt die Habseligkeiten des toten Orks und findet ein Feldtagebuch. Obwohl es vom Wasser schwer beschädigt wurde, ist das Schiff doch lesbar, wenn auch nur schlecht. Ihr blättert durch die Seiten und entdeckt eine interessante Geschichte. Was für ein Glück, dass ihr Orkisch beherrscht. Wie die Yacht des Handelsprinzen wurde auch die Orks von Kriegsschiffen der Allianz angegriffen. Ihr erinnert euch, dass ihr ein orkisches Kriegsschiff habt vorbeiziehen sehen. Kurz bevor die Allianz das Feuer eröffnet hat, vielleicht haben sie ja auch die Orkstadt auf euch geschossen. Dumme Orks, wegen ihnen seid ihr untergegangen. Hm. Ach, hier, wir müssen ein Foto machen, Schatz. Ja. Hä? Wieso? Hä? Wieso hab ich keinen? Bei mir hüpft dieses Kamerabild, aber ich habe keine Kamera. Hm? Und du hast eine Kamera dabei. Ja, okay, kannst du? Ich hab schon. Bei mir ist es mir noch ein Zeug. Hast du es jetzt? Hat es geklappt? Nee, genau. Anscheinend war ich das quasi schon fertig. So, ich muss noch meinen komischen Bergbautypen helfen. Weil der ist immer noch nicht draußen. Hm? Welchen Bergbautypen meinst du? Den Typen. Also die zwei Quests habe ich schon fertig, also die dritte Quest hier.
Ring des Feldherrn zu Selsi, bereit zur Abgabe und bereit zur Abgabe. Ja, deinen haben wir quasi schon durchgepusht. Achso, wusste ich nicht. Ja, nee, meine ist ja noch am Arbeiten. Quasi. Okay, dann suchen wir. Eine Ratte, ich bin sie töten. Okay. Oh, er ist weg. Hä? Was? Der Dude. Wo ist er denn? Wieso ist er? Er ist einfach despawned. Wieso? Wo ist er? Steht denn bei der Quest immer noch, dass du das machen musst? Ja, ja. Hm. Wo ist er? Hallo? Hallo? Also hier unten ist er nicht. Dann ist der Affe. Ich töte den einfach ganz kurz. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Also einfach despawn, als du die Ratte getötet hast. Jo. Ha. Du bist einfach im Kreis gelaufen, wie soll ich. Ich habe kein Ziel. Ja, ich geh mal aus der Höhle raus. Also. Lass jetzt. Jo. Oder ich muss die Quest nochmal neu starten, das hier. Jetzt war scheiße, aber. Ja gut, ist ja nicht so dran. Naja, hier ist er. Okay, ich starte mal die Quest neu. So. Artikuliert euch vernünftig! Annehmen! Und los! Na, folgst du mir? Ein wenig vorlaut, hm? Oh, was ist mit der Höhle, bla bla. Ich höre etwa Affen. Hier, komm. Ja, was wollt ihr? Sind keine Affen. So. Ich brauche ein Ziel. Ist gerade das Tagebuch drin? Ja, ja. Das Essen auf dem Schiff ist unglaublich schlecht. Und der Typ, von dem das Tagebuch ist, ist kein Captain oder sowas, sondern der Typ, der sauber macht. Ist was? Er ist der Typ, der sauber macht auf dem Schiff. Und weil das Essen so schlecht ist und der Seegang so schlimm, hält seine Kameraden sich ganz schön tapfer, wenn sie ihr Essen drin behalten können.
Okay, jetzt habe ich alles. Ich habe kein Ziel. Okay, jetzt habe ich das Foto von diesem Ding. Okay. Sie reden die ganze Zeit von einer besonderen Pracht. Ja, jetzt, was wollen Sie von uns? Ich glaube, ich weiß nicht, was Sie genau von uns wollen. Die Orks hatten eine besondere Pracht. Ach so, die Orks? Ja. Das heißt, die haben uns nur mit den Orks verwechselt? Nee, die haben uns nur abgeschossen, weil es keine Zeugen geben sollte. Ach so, okay, die wollen jetzt was von unserer Fracht haben. Mhm. Ah, okay. Was? So. Macht euch vom Acker! Verspenden! Ja. Wollte schon sagen, lass mal auf unseren Mounts aufsitzen. Handschuhe, das so und so. Okay. Na gut, dann mal weiter. In der Ferne sind Geräusche von Goblins zu hören. Ich kann das Wrack ihres Schiffs sehen. Sie sind recht laut. Zunächst habe ich eine kleine Höhle gefunden, aus der seltsame Geräusche kommen, wie Tiere oder Minenarbeiter. Ich werde das untersuchen. Ja, und deswegen ist er da tot drin. Alles klar. Ich bin mir sicher, wenn dieser jemand sich in Kesan. Was ist das? Dieser Hexendoktor, der Pygmäen muss also aus einem Volk stammen, das wir noch nie gesehen haben. Vielleicht sollen wir sie Genorlinge nennen. Sie müssen die Höhle bemalt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob mir gefällt, was sie mir erzählt. Für mich klingt das so, als seien die Bilder von uns und ihnen auf einer Insel mit einem explodierenden Vulkan. So. So, Orks, sie wurden auch versenkt und sind gestrandet und jetzt die Allianz auf der Insel. Manche, sie werden uns töten. Ich glaube, wir sollen uns mal mit diesen Orks unterhalten. Ach, so gab es einen Zusammenschluss zwischen den Goblins und der Horde. So, ich schäme mich, das von euch zu verlangen, aber ich schätze, dafür bezahlt man euch so viel Geld. Könnt ihr das Feldtagebuch dieser toten Orks zum Befehlshaber ihres Lagers bringen? Da im Feldtagebuch sollte es sich oben auf der Insel im Hang hinter den Kaya mit Höhle im Südosten befinden. Viel Glück, genau, ich habe euch immer gemocht. Legt euch nicht mit Gallivix an. So. Ich habe noch ein paar Kaya-Cola. Ja, ja. Könnte ich auch trinken. So, erhöhe Intelligenz um 2. Einseitiges Papier. Warum hast du das gerade geschrieben? Sag mal, Benzinwasser. Das habe ich nicht geschrieben. Das sagst du, wenn du Kaya-Cola trinkst. Er hat eine unglaublich geile Idee. Goblins mit Kiemen. Super. Einfach nur göttlich. Eine Intelligenz um 2. Na gut. Ah ja. Wo ist mein Pad? Wieso habe ich kein Pad? Dort. Ich habe gegen das Blumenbouquet. Das kann sich nicht prügeln. So, leider gibt es hier keine Pets auf dieser Insel, das finde ich schade. Ja, weil man einfach noch nicht so weit ist, ne? Die verlorenen Inseln. Ein Dschungel. Ein Dschungelmauwau. Ich finde uns beide schon ziemlich knorke. Basislager der Horde. Oh, das sieht nicht gut aus da links, Schatz. Wirklich nicht so schön aus. Giftspucke, Würgeranke. Also ich will da nicht so gerne hin. Ich glaube, wir gehen erstmal hier rein. Ne? Die prügeln irgendwas. Prügeln wir mit drauf. Thank you.
Wer war das? Keine Ahnung. Das können wir suchen. So. So, den haben wir. Ja. Ach, ich verkaufe das mal. Ich verkaufe alle Zeugs. Sagt, was ihr so, denkt. Ihr müsst aus dem Sklavenschiff der Goblins gewesen sein, das versenkt wurde. Was habt ihr da in der Hand? So, es tut mir leid, wir haben alle ein paar Harttage hinter uns. Ich bin Agra. Was ihr hier seht, ist der klägliche Rest der Besatzung der Drakas Furor. Vielleicht können wir zusammenarbeiten, schließlich haben wir in der Allianz einen gemeinsamen Feind. Die Assassinen der SE7 sind überall auf der Insel verscheucht und werden keine Ruhe geben, bis wir alle tot sind. Unser Jäger Killager Blutmaul ist mit ein paar Speeren in den Weg nach Westen entlang gereist. Sie suchen nach wertvoller Fracht, auf die wir aufgepasst haben, als die abscheuliche Allianz unser Schiff versenkt hat. Der Weg dorthin wird von tödlichen Pflanzen blockiert, sodass sie nicht durchdringen konnten. Geht nur, beweist euer Wert als Goblin und Schurke, reist in das kleine Horrortal und findet Killag. Geht mit Ehre. Ich will da nie rein. Du kannst hier links ein paar Sachen verkaufen, weil deine Taschen ziemlich voll sind. Links, das ist rechts, ja! Dieser verwirrte Goblin, der mich hier umstratzt. Kraft und Ehre! Kraft! Okay. So, Goblin, könnt ihr kämpfen? Um Euthwing hat es einfach mal an, sonst gibt es keinen Weg durch diese Hölle aus Todespflanzen. So, Gewehrschüsse, bla bla. Jetzt sind kreative Lösungen gefragt. Zieht es aus diesem Gürtel und macht euch an die Arbeit. So. Ja. Das ist schon lustig, Schatz. Ja, und witzig. Oh nein, 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 komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, ich bin tot. Wieso? Ich habe auf dieser Anzeige nochmal geklickt und die wird wohl unterbrochen, weswegen ich quasi gestunt war. Oh, und ja. Ja, ist dann etwas irritiert erstmal. Mhm. Und der dreht sich ja die ganze Zeit. Alter, sind das viele. Bald haben wir alle. Ja. Jetzt haben wir alle. Okay. Bist du auch tot, oder? Nein. So, ich habe es mir eigenen Augen gesehen und kann es kaum es immer noch nicht glauben. Ihr habt unseren Dank, wir schulden euch unser Leben, kleine Goblin. Ich hoffe, dass wir euch diese Ehre bald zurückzahlen können. Darf ich euren kleinen Gefallen bitten, während ihr mit meinen Spielen weiterziehen?
Kehrt zur Basis Lage der Horde zurück und lass Agra wissen, dass wir noch am Leben sind, Genor. Leite das zur wilden Aussicht weiterziehen und dass wir uns alle im Nordwesten der Insel treffen. Ich erwarte euch dort. Wir werden die Fährte der Allianz aufnehmen und jeden einzelnen von ihnen töten. Wieder! Schlecht! Ich kann das nicht angreifen! So. Ich bin leider nicht beeindruckt, aber wenn das, was ihr sagt, stimmt, habe ich noch nie zuvor das gehört. Ich habe meinen Dank, Genor. So. Kilak sollte jetzt in der Position sein, es wird Zeit, dass ihr zur wilden Aussicht folgt. Der Rest von uns packt hier zusammen und kommt bald nach. Folge einfach dem Pfad nach Nordwesten durch das kleine Horrortal. Dann, dank euch hält sich der Horror dort hier jetzt in Grenzen. Kilak und seine Speer verstecken sich am Wegesrand, aber die Aussichtsassassinen der SE7 werden sie sich bald entdecken. Ihr solltet also beeilen. Mögen die Ahnen über euch wachen. Okay, dann mal los. Hörst du denn nicht vom Bett? Was? Bett? Gleich? Ja, wenn wir die Quest abgegeben haben. Okay, gut, dann kommen wir zu dem Quest, Typen und dann können wir schon mal für heute vielleicht Schluss machen. Okay. Nichts anpassen. Und nicht durchgehen. Nichts berühren. Geh da vorsichtig drumherum und lasch einfach durch jede Pflanze, die du siehst. Da ist ein Blumentopf dabei. Hä? Ich seh dich trotzdem. Nein. Und Ehre. So, seid leise, im Tal nördlich und westlich von hier wimmelt es nur so von Assassinen der Allianz. Leider können wir sie noch nicht entdecken. Diese Feinde, sie verstecken sich lieber, als von Angesicht zu Angesicht zu kämpfen. Ihr Goblin seid doch für eure wunderlichen Brillen bekannt. Habt ihr eigentlich eine, mit der ich sie ersehen könnte? Ihr müsst euch mit einem meiner Speer zusammentun und alle Assassinen der SE7 töten, die ihr entdecken könnt. Elektrische Drähte, mit denen man Nachrichten über große Distanz senden kann. Nee, das ist unpraktisch. Gigantische Riesenraketen mit Lautsprechern dran. Das ist eins dieser Tränke genommen? Ja. Okay, wollen wir für heute aufhören? Ja. Gut, dann was ist schon mit den Goblins? Du stehst, dein Ork steht auf mir im Kopf. Ich habe kein Ork. Doch. Ich habe einen Goblin. Nein, denn du hast ein Ork mit dir dabei. Achso, den kannst du. Oh ja, ich kann deinen sehen. Ja. So, stinkig oder wieso leuchte ich so komisch? Du hast das Getränk getrunken. Nein, habe ich nicht. Dann stinkst du. Okay, dann stinke ich halt.